Herzlich willkommen, guten Morgen zu unserem heutigen Webinar zum Thema, wie geht agiles Service Management? Wir wollen heute mal drauf schauen. Das Thema Agilität ist ja nicht, ist ja immer noch sehr, sehr präsent. Es geht darum, viele Changes schnell umgesetzt zu bekommen, mehr Beweglichkeit in die Service Management Organisation zu bekommen und gleichzeitig stabil zu sein. Und da bietet IT4 ja einige Ansätze, hat sich sehr stark in die Richtung auch entwickelt, sehr starke Verbindungen auch aufgebaut zu den agilen Vorgehensweisen. Aber gerade wenn es darum geht, ein Rollenmodell auszugestalten, also wie man lebt man denn zum Beispiel diese Rolle eines Process Managers in einer, mit agilen Ansätzen, da ist es ein bisschen dünn. Da gibt es einen tollen Ansatz vom sogenannten DevOps-Institut, das ist dann der Agile Service Manager. Und den möchten wir Ihnen heute ein bisschen näher bringen. Also, dass Sie mal da reinschauen können, was steckt denn dahinter und ist das vielleicht eine Idee, die bei uns Sinn machen würde, sich tiefer damit zu beschäftigen. Mein Name ist Markus Bause, ich bin Geschäftsführer bei der Serview, habe das Vergnügen, Sie heute durchmoderieren zu dürfen. Der Vortrag wird gehalten von meinem Kollegen Arthur Stock. Den haben wir ausnahmsweise mal aus Termingründen aufgezeichnet. Das heißt also, ich werde Ihnen eine Aufzeichnung direkt des Auftrages abspielen. Das macht aber keinen großen Unterschied für Sie. Und Sie können natürlich Ihre Fragen stellen. Die werde ich Ihnen dann gerne am Ende des Webinars beantworten. Das heißt, in dem Control Panel finden Sie den Bereich Fragen. Einfach da die Frage reintippen und die werde ich beantworten. Und falls ich sie nicht beantworten kann, dann sorgen wir dafür, dass der Arthur im Nachgang das dann noch entsprechend nachholt. Ansonsten wird dieses Webinar wie immer aufgezeichnet. Sie finden es ab heute Nachmittag auch in unserem YouTube-Kanal. Den lege ich immer gerne ans Herzen, weil da haben Sie auch alle anderen Webinare, die wir so veranstalten und auch ganz viele andere Wissenssnacks, die man dort finden kann. Also ich glaube, da tut sich immer wieder einiges, um ein bisschen up-to-date zu bleiben, was das Thema Eitel, Prinz, Best Practices und so weiter angeht. Super. Dementsprechend würde ich sagen, legen wir los. Ich lasse jetzt den Arthur zu Wort kommen und wünsche Ihnen viel Spaß. So, jetzt gucken wir mal, dass das klappt. Prima, Arthur, schön. Agiles Service Management Thema zu schauen oder zu gucken, wie kriegt man diese Agilität in das Service Management? Was dürfen wir denn so von dir erwarten in der nächsten Dreiviertelstunde? Ja, auch nochmal einen schönen guten Tag von meiner Seite. Wir dürfen recht viel erwarten. Wir dürfen Antworten erwarten darauf, was agiles Service Management wirklich heißt. Denn die Thematik, die haben wir in den Organisationen immer wieder, dass eigentlich jeder an dem Thema gerade dran ist. Ja, und deswegen müssen wir auch eben schauen, wie im Service Management das Thema Agilität mit ja, gut genutzt werden kann. Und das werden wir uns jetzt in ja, den nächsten 50 bis 60 Minuten anschauen. In der Zeit wollen wir klären, was agiles Service Management überhaupt ist. Vorher müssen wir vielleicht mal die Frage stellen, warum brauche ich das überhaupt? Was sind die Herausforderungen, denen wir uns heute stellen müssen? Ich glaube, da werden Sie mir alle recht geben und da werden Sie mit mir diese einzelnen Punkte auch abnicken, um dann im nächsten Moment ja, genau ja, die Reise anzutreten. Ich habe eine kleine Reise vorbereitet, die Reise anzutreten, um agiles Service Management in die Organisation zu bekommen. Und zwar so in die Organisation zu bekommen, dass ich dem Kind keinen anderen Namen gebe, sondern dass ich eben wirklich das agile Mindset verstanden habe. Und das würde ich ganz gerne jetzt im nächsten Schritt mit Ihnen zusammen angehen, mich auf diese Reise begeben mit Ihnen und grundsätzlich vorab nochmal vielleicht zwei, drei Informationen zu mir. Ja, Arthur Stock, der volle Name. Ich werde jetzt in den nächsten Minuten mit Ihnen das Thema genauer beleuchten und ich habe einfach mal einen QR-Code mit aufgenommen. Das kann man mit der Kamera recht einfach abscannen und dann kriegt man auch die ganzen Informationen zu mir. Ich vernetze mich ganz gerne mit den Personen, die im Service Management unterwegs sind. Deswegen das Angebot würde ich ganz gerne auch Ihnen machen. Ansonsten bei der Serview wird schon im zweiten Jahr Trainer.
hauptsächlich für die Themen IT, aber eben auch für die agile Themen. Agile Service Management, das ist das Thema, um das wir uns heute kümmern wollen. Und da gab es eben jetzt vor kurzer Zeit ein Update. Ein Update, das ja die aktuellen Problematiken und Ansätze mit in die Organisation geben möchte. Wir sprechen da von dem Certified Agile Service Manager. Und das ist auch so ein bisschen die Initiative gewesen, warum wir jetzt gesagt haben, dass wir das Thema vorstellen möchten und das natürlich an der Stelle auch ein bisschen bewerben möchten. Das also gerne ja einfach an der Stelle abscannen. Ich glaube, das ist das Einfachste, wenn man zu meiner Person ein bisschen mehr erfahren möchte. Da verlieren wir da an der Stelle nicht so viel Zeit. Gerne einmal abscannen, gerne sich auch vernetzen und die Informationen zu mir ziehen, wenn denn da Bedarf besteht. Lade ich Sie auf jeden Fall gerne zu ein. Ja, ich habe gerade von einer Reise gesprochen. Welche Reise meine ich da? Das ist die Reise jetzt für unser Webinar. Also eine recht kurze Reise, bei der wir uns anschauen wollen, was ist denn eigentlich der CASM? Was ist denn eigentlich der Certified Agile Service Manager? Da würde ich ganz gerne mit Ihnen am Anfang die Herausforderungen, die sich im Service Management aktuell stellen, herausarbeiten. Ja, was sind denn so die Probleme, die wir haben? Was müssen wir uns denn in den Unternehmen immer wieder anhören? Beispielsweise, wenn ich eine interne IT bin, aber natürlich auch, wenn ich ein externer Service Provider bin. Das werden wir kurz und knapp festhalten. Ja, warum brauchen wir das auch? Das wird so die Frage sein, um dann eben genau die Frage zu klären, was ist denn jetzt agiles Service Management? Agilität, ich glaube, das ist kein neuer Begriff. Das hat man sicherlich schon mal an der einen oder anderen Stelle gehört. Aber wie es für Service Management aussieht, das ist eben nochmal eine spannende Frage. Da geben nicht viele Antworten drauf. Wir wollen mit dem Webinar da heute eine kurze Antwort drauf geben. Klar, im Rahmen des Webinars wird man auch nur eine kurze Antwort drauf geben können. Aber auch da sieht man, glaube ich, recht schön am Anfang, was das Thema für ein Potenzial bietet. Der Certified Agile Service Manager spricht unterschiedliche Themen an, unterschiedliche agile Themen. Das ist quasi wie eine Art, man könnte sagen, Krake, die jetzt anfängt, sich an unterschiedlichen agilen Methoden zu bedienen und die für das eigene Framework zu nutzen. Da wird quasi ja, das Rad nicht wieder neu erfunden, sondern man nimmt den Verweis und nimmt diese, ja, diese Inhalte aus anderen Frameworks, aus anderen Methoden und bezieht die eben ein. Das heißt, das wollen wir uns relativ mittig das im Webinar anschauen, welche Themen es gibt, welche Rollen wir auch haben und welche Events im Certified Agile Service Manager beschrieben werden. Das wird unser, ja, das wird wahrscheinlich so ein bisschen der Hauptteil vom Webinar sein, dass wir uns anschauen werden, wer ist denn jetzt so ein agiler Service Manager, welche weiteren Rollen gibt es dazu, die wir uns anschauen müssen und in welchen Events arbeiten die? Gibt es gewisse Regeln, die wir zu berücksichtigen haben? Das wird unser dritter Teil sein, um dann zu klären, was ist eigentlich die Zielgruppe? Sind sie hier gerade richtig oder sind sie hier gerade falsch? Die Frage werde ich erst am Ende beantworten. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie gerade an der richtigen Stelle eingeschaltet haben und jetzt dann auch sehen werden, dass das genau meine Themen sind. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wir wollen es dann aber nochmal klar machen, für wen ist der Certified Agile Service Manager wirklich geeignet, um dann ganz zum Schluss die Zusammenfassung zu machen und zu klären, okay, wie lege ich denn jetzt wirklich los? Das ist die Reise, auf die wir uns jetzt begegnen, auf der wir uns jetzt begeben werden. Und ich würde vorschlagen, wir starten an der Stelle direkt mal und halten fest, was denn so die ja, heutigen Herausforderungen sind, die man sich ganz oft, denen man in vielen Fällen in der internen IT sicherlich begegnet, aber eben auch als externer Service Provider. Das sind dann solche Themen wie, dass wir es schaffen müssen, dass die Fachbereiche enger zusammenarbeiten. Gerade dieses Silo-Denken ist ein ganz, ganz großes Thema geworden. Ja, da gibt es ja auch viele Diskussionen darüber. Ist das Silo Denken, sind Silos überhaupt möglich, diese eben aufzureißen, keine Silos mehr zu haben, in dem Moment, wo wir von Abteilungen sprechen, in dem Moment, wo wir kategorisieren, in dem Moment, wo wir anfangen,
zu sortieren und Dinge voneinander abgrenzen, werden wir immer unterschiedliche Ziele haben und immer auch wieder in unsere Silos kommen. Also es ist fast gar nicht möglich, diese Silos vollständig aufzubrechen, aber wir müssen trotzdem versuchen, eng zusammenarbeiten. Also da ist das Silo-Denken ja mit eines der größten Themen, warum wir auch von DevOps beispielsweise sprechen. Und da gibt es Mittel und Wege später, genau das eben auch zu schaffen, in eine engere Zusammenarbeit zu kommen. Das ist ein erster Punkt. Ein zweiter Punkt ist, wir müssen reaktionsschneller werden, wir müssen flexibler werden. Ja, das ist sicherlich ganz stark dann auch der agile Gedanke. Wir müssen uns anpassen an die Situation, in denen wir uns befinden. Ich glaube, die Pandemie hat uns das sehr, sehr schön gezeigt, wie wir uns manchmal anpassen müssen und gar keine andere Wahl haben, wenn es auf einmal heißt, dass 800 Mitarbeiter von heute auf morgen ins Homeoffice müssen, die vorher noch nie zu Hause gearbeitet haben. Also da hat man gemerkt, dass man an vielen Stellen schnell reagieren kann. Und das sagt man ja auch in vielen Fällen, wenn man sich einen Plan macht, in den wenigsten Fällen, also einen langfristigen Plan, in den wenigsten Fällen konnte man im Nachgang diesen Plan dann auch eins zu eins so verfolgen. Wir müssen uns anpassen. Das ist genau die Thematik und mit einer der Herausforderungen. Ja, mehr Rechenschaft ablegen, mehr aufzeigen können, was wir eigentlich tun. Auch so ein typisches Thema für die Bereiche in der IT, dass wir ganz oft als Kostenfaktor gesehen werden, dass wir lediglich Kosten verursachen. Aber das ist nicht der Fall. Wir schaffen viel Wert, wir schaffen viele Leistungen, die vielleicht nicht immer greifbar sind. Und genau dieses Greifbar machen ist ja eine Herausforderung für uns. Ein weiterer Punkt, wir müssen eine höhere Geschwindigkeit liefern. Ja, da spricht man in ITIL auch von High Velocity IT. Spricht man, meint man vor allem den Durchsatz mit. Und im nächsten Moment müssen wir besonders zuverlässig sein. Also eine höhere Geschwindigkeit und dann auch noch zuverlässig. Das ist gar nicht so einfach und ja, das ist eine nächste Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Ein weiterer Punkt, wir müssen nie dagewesene Anforderungen umsetzen, ja, Dinge, die wir noch nie getan haben. Wir müssen Dinge neu ausprobieren, Fehlschläge riskieren und kontinuierlich lernen. Also gerade dieses Thema experimentieren, auf die Nase fallen, fail fast, daraus lernen. Das sind so einzelne Themen, die man hier sicherlich an dem Punkt damit aufnehmen könnte. Also sicherlich Themen, wo Sie sagen werden, ja, das habe ich schon mal gehört, damit habe ich mich schon mal konfrontiert gesehen. Und ja, ich glaube, das sind Themen, denen man auch bewusst ist. Ja. Das sind heutige Herausforderungen, die wir haben, wo man ehrlicherweise auch dazu sagen muss, die hat man in der Vergangenheit auch schon gehabt. Aber man merkt heute, ist es dann doch irgendwie gerade, wenn es um das Thema der Geschwindigkeit geht, nochmal irgendwie eine andere Nummer. Es ist nochmal irgendwie eine höhere Geschwindigkeit, die gefordert ist. Gerade die ganzen technologischen Entwicklungen, da weiß man ja ganz oft gar nicht, wo soll man da jetzt mit aufspringen? Was macht man da? Was macht man da nicht? Wo wollen wir hin mit unserer Organisation? Da bin ich stark davon überzeugt, dass Sie das auch so beschreiben würden. IT-Organisationen müssen einen serviceorientierten Ansatz verfolgen, um die sich ändernden Geschäftsanforderungen effizient und effektiv zu erfüllen. Effektiv sind wir, glaube ich, in den meisten Fällen. Die Ziele werden wir, glaube ich, in den meisten Fällen erreichen. Aber ob wir sie wirklich effizient erreichen, ist die spannende Frage. Ob wir, ja, wie wir diesen Weg gehen, das ist das Spannende, wie effizient wir sind, wie der Weg von uns gestaltet wird. Also sicherlich eine Steigerung unserer Qualität unserer Leistung, Steigerung der IT-Servicequalität, Kosten und Risiken, die wir kontrollieren und senken müssen, schneller werden, ich habe es gerade schon gesagt, schneller werden und einen höheren Durchsatz zu erzielen, die Integration des Geschäfts und der IT, was eine immer wichtigere Rolle spielt und eben mehr erreichen mit weniger Ressourceneinsatz. Ja, wie soll das denn funktionieren? Weniger Ressourcen darf ich einsetzen und mehr soll ich erreichen. Also genau das ist eben die Tatsache, dass wir als IT-Organisation eben diesen serviceorientierten Ansatz verfolgen müssen, um dann eben nicht nur effektiv zu sein, sondern eben auch vor allem einen effizienten Weg gehabt zu haben auf dem Weg der Zielerreichung. Das so ein bisschen zu unserer Einleitung. Was könnte denn jetzt eine Antwort liefern? Ja, ich glaube,
Diese Antwort wird in den meisten Fällen gegeben, naja, wären wir doch einfach agil, dann erklärt sich das Ganze von allein. Ja, aber das muss man, glaube ich, an der Stelle auch nochmal sagen. Das ist sicherlich ein guter Ansatz, aber auch kein Allheilmittel. Und mit einem Wasserfallansatz zu arbeiten, eine hohe Planungssicherheit zu haben, ist sicherlich auch ein Aspekt, den wir berücksichtigen müssen, der manchmal auch der richtige Weg ist. Auf der anderen Seite haben wir sicherlich dadurch, und die Agilität ist ja kein direktes Framework, ist ja keine direkte Methode, sondern erstmal nur ja, ein Gedankenansatz, den wir verfolgen können. Und der kann uns helfen. Der kann uns in vielen Situationen helfen. Bei diesen Herausforderungen, die wir gerade mit aufgenommen haben, kann er uns Antworten liefern. Die große Frage ist natürlich jetzt, wie machen wir das genau? Und ich habe mal was mitgebracht. Ich habe mal ein Qualifikationsschema mitgebracht, den Weg der Qualifizierung zum ITIL 4 Managing Professional. Den sehen wir hier auf der nächsten Seite. So sieht das aus. Das könnte der Weg sein. Wenn Sie bereits ITIL V3 Expert sind oder genügend Credit Points haben, dann können Sie über den linken Weg kommen, über die ITIL Managing Professional Transition und werden innerhalb von 5 Tagen das Skillset erlernen, die Inhalte mitnehmen, um die Prüfung dann auch zu bestehen, um im nächsten Moment ITIL 4 Management Professional zu sein. Genauso habe ich auch den Weg, über die Foundation und die vertiefenden Kurse zu gehen. Und wenn man jetzt mal einen Schritt zurückgeht und das Ganze ein bisschen von einer weiten Perspektive betrachtet, wird man herausfinden, dass es in allen Themen um Agilität geht. Überall wird Agilität angesprochen, ob das in Create Deliver Support ist, ein Kurs, der 2,5 Tage geht und sich sehr stark mit dem Arbeiten in Wertströmen beschäftigt, werden wir sehen, dass wir agile Ansätze finden. Drive Stakeholder Value, ja, wie versetze ich mich in den Kunden hinein, den Kunden zu verstehen, Design Thinking, agile Ansätze auch in High Velocity IT. In Direct Plan and Improve, in jedem Kurs in ITIL finde ich Verweise auf agile Methoden, auf agiles Arbeiten. Aber niemand sagt mir in diesem Kurs, wie ich das zu tun habe, wie ich das genau mache. Diese Antworten kriege ich dort nicht. Und deswegen werden wir ja hier jetzt auch diese Einordnung vorfinden, dass der CASM V2, der Certified Agile Service Manager, sich an der Stelle jetzt darauf konzentriert, konkrete Antworten zu geben. Konkrete Antworten zu geben, dass wir agile Service Management betreiben können. Und wie gesagt, ja, in den vertiefenden Kursen in ITIL, in der Transition, in der Foundation gibt es lediglich immer diesen Verweis und die Erklärung, ja, Agilität, das ist eine Möglichkeit. Aber wie ich es konkret mache, diese Erklärung, die bekomme ich nicht. Die bekomme ich nur in dem Kurs, die bekomme ich nur in Certified Agile Service Manager V2. Das als kleine Einordnung. Wo befinden wir uns denn eigentlich? Ja, wo wollen wir denn eigentlich drüber sprechen? Und das ist eben der Agile Service Manager in seiner zweiten Version. Ich habe es gerade gesagt, in diesem Jahr die Erneuerung, die jetzt eben auch maßgeblich ITIL 4 berücksichtigt. Das war in der Vergangenheit nicht der Fall. Da hat man die Inhalte von ja, ITIL 4 noch nicht berücksichtigt. Jetzt macht man das. Aber grundsätzlich, gute Agilität, das kenne ich vielleicht schon. Wenn nicht, keine Sorge, in dem Kurs gibt es da grundsätzlich auch nochmal einen allgemeinen Einstieg für das agile Arbeiten. Was heißt denn eigentlich agiles Arbeiten? Das heißt, es ist sowohl für jemanden interessant, der ja, aus dem klassischen IT-Service Management kommt und von Agilität noch nichts gehört hat, oder für jemanden interessant, der sich mit agilen Arbeitsweisen auskennt, aber das eben noch nicht anwenden kann auf das Service Management. Ja, was ist agiles Service Management? Das sollten wir vielleicht ganz zu Beginn klären. Agiles Service Management stellt sicher, dass die Service Management Prozesse die agilen Werte widerspiegeln und, Achtung, gerade genug Kontrolle und Struktur aufweisen, um effektiv und effizient wertvolle Services zu liefern. Das ist agiles Service Management in der Definition. Da steckt natürlich viel dahinter, um effiziente und effektive Services zu liefern. Das dann auch noch mit gerade genug Struktur und Kontrolle. Das hört sich jetzt erstmal ganz schön schwierig an. Ich kann Ihnen verraten, das ist auch schwierig. Das ist auch erstmal nicht so leicht, sich da eben hineinzuversetzen. Welche grundsätzlichen Aspekte habe ich da?
Ich habe einmal den Aspekt des agilen Prozessengineerings. Das war früher das agile Prozessdesign. Also wenn ich jetzt agile Prozesse designe, kann mir das agile Service Management helfen. Das ist ein Aspekt. Und wenn es um die Verbesserung geht. Das heißt, man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass es darum geht, den Service Desk jetzt agil zu gestalten, dass wir agile Tickets abarbeiten. Das ist damit nicht gemeint. Es geht mehr darum, agile Prozesse zu designen und im nächsten Moment agile Prozesse zu verbessern. Im Allgemeinen. Ja, da muss man natürlich jetzt an der Stelle ein bisschen genauer reinschauen. Wasserfall versus agil kennt man in vielen Fällen auch schon, den Vergleich. Wenn man ihn nicht kennt, prima, dann ist das genau die richtige Folie. Wenn man ihn schon kennt, aber noch nicht weiß, wie das im Service Management ausschaut, dann ist das auch die richtige Folie für Sie. Denn hier geht es an der Stelle darum, herauszufinden, wie sieht ein Wasserfallansatz aus im Service Management. Und das ist grundsätzlich so, dass der Konsument Anforderungen hat, der Kunde Anforderungen hat, wir eine gewisse Strategie, eine gewisse Strategie fahren, unsere Anforderungen, Design, man hat in der Vergangenheit auch immer vom Service Design Package gesprochen, also man packt ein Paket, damit man später den Erwartungen des Konsumenten auch gerecht wird. Das wird designt, dann wollen wir das Ganze überführen und nach einer gewissen Zeit wollen wir das Ganze auch live setzen, in den Betrieb gehen und das waren die unterschiedlichen Phasen, die Sie da in Eitel vielleicht auch kennen, im Lifecycle, die wir da damals hatten, Service Strategy, Service Design, Service Transition und die Service Operation. Und ja, jetzt, wenn ich mir das auf dem Zeitstrahl anschaue, werde ich feststellen, prima, jetzt habe ich ein Ergebnis. Das Ergebnis habe ich aber erst nach 6 Monaten. Und wenn ich das jetzt dem Anforderer zeige, also dem Konsumenten zeige, wird er vielleicht an der Stelle sagen, ja, das wollte ich tatsächlich so. Aber jetzt, wo ich mir das genauer anschaue, will ich das vielleicht nicht mehr so haben, weil, nee, ich brauche was anderes. Ja, das ist übrigens die große Problematik. Das, was der ganz oft weiß der Kunde nicht, was er will. Und wenn er weiß, was er will, dann ist es leider nicht das, was er braucht. Das heißt, nach 6 Monaten stellen wir nicht nur fest, ist das, was er beschrieben hat, Schrott war, nee, wir stellen auch fest, dass er gar nicht wusste, was er eigentlich wollte. Ja, und deswegen da vielleicht in kleinen Iterationen zu starten und nicht alles auf einmal zu machen, ist super wichtig, ist super gut. Und das ist eben dann der agile Ansatz, dass ich das hier oben in kleinen Schritten durchführe. Planen, designen, implementieren, testen. Da habe ich vielleicht noch nicht das, wo ich wirklich hin möchte, aber ich habe schon einen ersten Wert, den ich nutzen kann und der entwickelt sich weiter und ich kann sogar Anforderungen mit aufnehmen. Ja, wenn der Konsument nach 2 Monaten eine Anforderung hat, die er gerne mit aufgenommen hätte, geht das nicht, weil wir uns schon in der Überführung befinden. Wir befinden uns schon in der Transition. Das geht nicht. Ja, ich muss es wieder neu mit einplanen. Das kann ich erst danach machen, wenn ich fertig bin. Das kann ich erst nach den 6 Monaten machen. Wenn ich in kleinen Schritten agiere, wenn ich in Iterationen agiere, dann kann ich das eben mit aufnehmen. Nee, ich will es sogar mit aufnehmen. Und ich werde eine fachliche Bewertung vornehmen. Das ist dann die Review und eben auch eine methodische Bewertung. Das ist dann die Retrospektive, bei der ich eben nicht nur überprüfe, wo bin ich, an welchem Stand bin ich mit meiner Entwicklung, sondern eben auch, wie habe ich eigentlich entwickelt? Denn wir wollen effizient sein, nicht nur effektiv, wir wollen auch einen möglichst leichten Weg dorthin haben. Und das ist dann eben die Überprüfung in der Retrospektive. Also sicherlich eine Grafik, die man so ähnlich schon mal gesehen hat oder schon mal erklärt bekommen hat, wenn man das Thema Wasserfall mit dem agilen Ansatz vergleicht. Welche konkreten Ziele wollen wir denn jetzt versuchen zu erreichen mit dem agilen Service Management? Was sind also unsere Ziele und was ist unser Nutzen? Das Ziel ganz klar, das Anpassen der agilen Werte und Prinzipien an das Service Management, also agile Welt ins Service Management bringen, das ist unser Ziel. Das ganzheitliche Koordinieren und Zusammenarbeiten von Prozessen, die wir aus Eitel kennen, da müssen wir nichts neu erfinden,
neu kreieren, das sind tolle Prozesse, die es da in der Vergangenheit gab. Jetzt sicherlich auch der Begriff Practices, der hier mit einer Rolle spielt und hier auch berücksichtigt wird, um dann im nächsten Moment mit minimaler Kontrolle eine maximale Geschwindigkeit für Qualität und Compliance zu erzielen. Hört sich gut an, oder? Ja. Und genau das wollen wir in dem Kurs eben erklären, wie das funktionieren kann, mit minimaler Kontrolle eine maximale Geschwindigkeit, einen maximalen Durchsatz in unserer IT zu kreieren, um gleichzeitig eben auch noch die Qualität hochzuhalten und die Compliance zu berücksichtigen. Der konkrete Nutzen dann dabei: Kundenanforderungen können wesentlich schneller und genauer erfüllt werden. Wir haben eine Steigerung der Effektivität und der Effizienz, können eine Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Entwicklung und Betrieb vermerken und kriegen mehr Dinge geschafft. Ja, getting more done, die richtigen Dinge, die wir dann auch noch schnell machen. Ja, das sind also kurz und knapp gesagt die Ziele und der konkrete Nutzen vom agilen Service Management. Wie kriegen wir das jetzt hin? Das kriegt das agile Service Management vor allem dann hin, wenn wir uns an diesen unterschiedlichen Themen und Methoden, Frameworks bedienen, die es da schon gibt. Warum sollten wir die Welt neu erfinden? Das macht keinen Sinn. Gut, die Serview hat die Welt da sowieso nicht neu erfunden. Wir sind ja lediglich diejenigen, die diese Inhalte von anderen Instituten aufnimmt und dann in unseren Stil überführt, um ihnen das dann weiterzugeben. Und das Spannende ist jetzt, dass man eben berücksichtigt hat, DevOps-Institut ist da an der Stelle zu nennen. Das sind diejenigen, die eben die Inhalte auch dann veröffentlichen und die Rechte daran halten. Und die haben eben gesagt, hey, es macht total viel Sinn, die bestehenden Frameworks und Methoden zu nutzen, wie Beispiel SAE, wie DevOps. Ja, das sind die Methoden, die sich darum kümmern, Bereiche zusammenzubringen, Betrieb und Entwicklung zusammenzubringen, Lean Management, ja, möglichst einfach viel Wert zu liefern, Verschwendung zu identifizieren und zu eliminieren, die Scrum-Thematik, die natürlich eine Rolle für uns spielen wird. Und das sind genau ja, diese Themen, die ich meine, wenn ich von dieser Krake spreche, die sich an diesen unterschiedlichen Methoden bedient und die eben mit in diesem Framework mit einbezieht. Was auch ein ganz spannendes Thema geworden ist in dem Certified Agile Service Manager, ist die Betrachtung unterschiedlicher Architekturen. Wir haben unsere klassische monolithische Architektur, die ganz stark aufeinander aufgebaut ist, bei der ich nur ganz schwer Änderungen durchführen kann. Denn wenn ich Änderungen durchführe, dann bedeutet das im nächsten Moment auch, dass ich überprüfen muss, dass das im nächsten Moment mit den anderen Systemen, mit den anderen, ja, Aspekten der Software weiterhin funktioniert. Der Gegensatz dazu oder die Erneuerung, die auch immer mehr in unseren Bereichen dann stattfindet, ist die Erstellung einer Microservice-Architektur, bei denen wir nicht auf einmal deployen, sondern eben unabhängig voneinander deployen können, weil wir nicht diese große Abhängigkeit haben. Ich habe jetzt hier einfach mal ein Beispiel genommen, ein User-Interface, zum Beispiel bei einem Browser oder bei einer mobilen App, die wir hier nutzen, bei der es darum geht, dass ich eben Bestellservice habe, einen Zustellungsservice, einen Bezahlservice, einen Supportservice und ich habe immer eine Datenbank, auf die ich mich beziehe. In der unabhängig voneinander deployten Architektur habe ich jetzt die Möglichkeit, ja, das dann sowas zu nennen wie Docker beispielsweise, dass ich eine losgelöste Architektur habe. Ja, das ist nicht alles abhängig voneinander und ich kann an einzelnen Stellen einer Software, eines Programms, einer Anwendung eine Änderung durchführen, ohne dass ich im nächsten Moment in einem anderen Aspekt eine Änderung vornehmen müsste, weil es losgelöst voneinander ist. Und das ist sicherlich die Art der Architektur, in der wir uns oder auf der wir uns in Zukunft bewegen werden. Ja, und da merken wir eben auch, dass wir in diesen unterschiedlichen Aspekten dann unterschiedliche Datenbanken haben, auf die wir zugreifen können. Ja, das ist zum Beispiel eine Thematik, in die man dann auch einsteigt, die man nutzen möchte, die man den Teilnehmern mitgeben möchte,
Aber vielleicht sollten wir dann da an der Stelle auch mal klären, was macht denn jetzt so ein konkreter Agile Service Manager? Wie sieht es denn da mit den Rollen eigentlich aus? Ja, wir wollen Antworten liefern. Wir wollen nicht nur von einzelnen, ja, von einzelnen Methoden sprechen, die es da gibt. Nee, wir wollen konkret sagen, wie es funktioniert. Und dazu werden sich Rollen angeschaut. Dazu schaut man sich Events an, Regeln an, die es geben muss. Denn agiles Arbeiten in Scrum beispielsweise, heißt auch nicht, jeder macht das, was er am besten denkt, weil, naja, wir sind ja alle agil und können flexibel irgendwie miteinander zusammenarbeiten. Sehr viel Regeln, sehr viel Disziplin, die wir brauchen, und die brauchen wir auch im agilen Service Management. Man spricht von Rollen in Scrum wie das Development Team. Im Agile Service Management ist das agile Service Management Team. Wir haben den Product Owner. Im Agile Service Management ist es der agile Practice Owner, und der Scrum Master ist im agilen Service Management der Namensgeber des Kurses, und das ist der agile Service Manager. Orientiert sich also sehr, sehr stark an Scrum, hat aber entscheidende Unterschiede. Gerade wie beispielsweise ein Development Team aussieht, also das agile Service Management Team im Agile Service Management. Da brauchen wir jetzt die Fähigkeiten und Skills, die uns dabei helfen, Prozesse zu designen, zu engineeren, das ist ja der Aspekt, den wir im agilen Service Management haben, und es zu verbessern. Da brauchen wir Skills wie funktionieren Changes in der Infrastruktur an Anwendung. Da brauchen wir Skills wie dokumentiert man eigentlich etwas. Da brauchen wir Skills wie sieht denn eigentlich so ein Incident-Management-Prozess aus. Da brauchen wir die Anwenderansicht, wie läuft denn der Anwender später da durch? Da brauchen wir, wenn es um den Prozess geht, jemanden, der die Toolsicht mitbringt. Also ganz, ganz viele Skills, Fähigkeiten und Sichtweisen, die in so einem Team aufkommen müssen, was dann überhaupt nicht mehr vergleichbar ist, eben wie in einem Development-Team, was wir beispielsweise bei der Entwicklung haben. Ja, bei der Entwicklung von Software beispielsweise. Ja, also da ist es natürlich ganz stark orientiert und fokussiert auf das Service Management. Der agile Practice Owner, das ist der Verantwortliche der Practice. Ja, Practice, das Set der Ressourcen, die wir haben, die uns in der Organisation unterstützen sollen. Das ist die Practice, die eine Art, ich spreche da immer ganz gerne von einer Art Schublade in einer Werkstatt, in dem ich gewisses Werkzeug vorfinde. Und die mache ich jetzt auf, wenn ich eben an einem ganz bestimmten Aspekt in der Werkstatt arbeiten möchte, schrauben möchte, dann bediene ich mich genau an dieser Schublade. Der agile Service Manager, das ist jetzt derjenige, um den es ja am Ende des Tages geht. Das ist jetzt derjenige, der es schafft, diese agilen Werte in die Organisation zu bringen. Und das ist klasse, dass diese Schulung am Ende ganz stark darauf fokussiert ist, wie kriege ich das denn jetzt in die Organisation? Wie fange ich denn eigentlich an? Das ist ja toll, dass dieser Agile Service Manager jetzt irgendwo existiert. Wie gehe ich das denn jetzt an, ja, wenn ich das tatsächlich vorhabe? Wie kann ich da erste Schritte wählen? Wie kann ich da agieren? Und das schauen wir uns auf der nächsten Seite auch ein bisschen genauer an. Hier, wie gesagt, nochmal in der Gesamtheit das Scrum-Team im Agile Service Management ist es das Team, das hier agiert, und wie gesagt, mit einer großen Unterscheidung zu dem, was wir aus Scrum kennen. Aber sicherlich die Herleitung aus Scrum, die wir da haben, und das ist der Namensgeber des Kurses, der Agile Service Manager, der nicht nur Methodenexperte ist, sich mit Kanban, Lean, DevOps, ITIL, SRE und Scrum auskennt, sondern derjenige, der es schafft, dieses Team zu unterstützen, das Team zu führen durch seine Art und Weise. Denn er ist nicht die typische Führungsperson, die ganz klar sagt, wie etwas zu tun ist, sondern er macht es im Stil des Servant Leaders. Ja, was ein Servant Leader ist, das wird man dann im Kurs auch ein bisschen genauer durcharbeiten. Der dienende Anführer, der unterstützt, der zuhört, der berät, der Trainer ist, der
Berater ist, der Beschützer ist, der eben vor allem sicherstellen muss, dass die agilen Werte und Prinzipien gelebt werden. Er lenkt den Fokus, ja. Er hilft beim Schreiben von User Stories beispielsweise. Ja. Er beseitigt Hindernisse, die eben im Agile Service Management Team aufgekommen sind. Und er arbeitet vor allem daran, dass diese Inhalte, das Wissen, was dort gesammelt wird, auch in die Organisation gegeben wird. Gerade wenn es mehrere Agile Service Manager gibt, versuchen die natürlich, die voneinander zu lernen, sich auszutauschen, sich zu unterstützen. Wissensaustausch da ein ganz wichtiges Thema. Wie sieht es mit Events aus? Ja, wenn wir uns jetzt Rollen angeschaut haben, brauchen wir auch unterschiedliche Events, in denen wir arbeiten. Und auch da ist es ganz stark natürlich abgeleitet aus Scrum, aber das ist eine andere Welt, in der wir uns befinden. Events, die uns hier Struktur im agilen Arbeiten geben sollen, ja, man spricht von Practice Planning Meetings, man spricht von Microprocess Planning Meetings, teilweise also auch Begriffe, die erstmal definiert werden müssen in der Schulung. Das werden sie auch. Und dann wird eben aufgezeigt, was wir für unterschiedliche Events haben, in denen wir arbeiten können, die uns diese Struktur geben, die wir brauchen, ja, um eben uns nicht zu verlieren, um das Ziel vor Augen zu haben, ja, auch ein gewisses Ziel erstmal zu erarbeiten, einen Backlog überhaupt gefüllt zu haben. Man spricht von einem Practice Backlog. Das wollen wir füllen, aber das wird nicht von vornherein gefüllt sein. Ja, das müssen wir aufnehmen. Da müssen wir Eindrücke sammeln, da müssen wir überlegen, wo wollen wir mit unseren Prozessen hin, die im Service Management, ja, unsere Geschäftsprozesse unterstützen. Ja, wie soll das stattfinden? Was haben wir uns da überlegt? Was haben wir da auch von unseren Kunden, Konsumenten aufgenommen? Genau das sammeln wir erstmal. Ja, das ist Practice Planning Meeting, sicherlich so das strategische Auftakt-Meeting, bei dem wir die ersten Themen erstmal sammeln, um sie dann später in den Sprint abzuarbeiten. Ja, Sprint Planning Meeting, bei dem wir einen Sprint Backlog haben, in dem jetzt das Agile Service Management Team anfängt zu arbeiten. Process Stand-Ups, auch ein neuer Begriff, der uns an der Stelle beschreibt, wie wir in unserem Team eine gewisse Transparenz aufbauen können, wie wir uns täglich treffen, uns austauschen, Hindernisse aufdecken können, uns gegenseitig updaten, den aktuellen Stand mitgeben. Das machen wir in unseren Process Stand-Ups, um dann eben im Sprint tatsächlich auch das zu erarbeiten, da an unseren Prozessen zu arbeiten, an denen wir arbeiten wollen, sie zu definieren, sie zu verbessern. Genau das ist dann die Aufgabe, die wir im Sprint haben, um dann in der Review die fachliche Bewertung durchzuführen. Wo sind wir da mit unserem Prozess? Und können wir den anwenden? Ja, im besten Falle haben wir das geschafft. Das sollten wir als Ziel haben, dass wir tatsächlich mit unserem Backlog fertig sind und das, was wir erarbeitet haben, anwenden können. Das ist nicht immer ein ganzer Prozess. Das sind teilweise auch Rollenbeschreibungen. Das sind teilweise ist ein Kategorienbaum im Incident Management beispielsweise. Da gibt es unterschiedliche Themen, die wir erarbeiten können in so einem Sprint, das uns dann später im Service Management unterstützt, das ein Service Desk unterstützt, ein First Level unterstützt. Ja. Das sind Themen, die wir dann versuchen, da einen Sprint abzuarbeiten, um dann uns eben auch die Frage zu stellen, wie sind wir denn methodisch herangegangen, wie hat das funktioniert? Wie haben wir uns abgestimmt? Wie haben wir zusammengearbeitet? Hat das nicht gut funktioniert? Haben die Methoden nicht gut funktioniert, die wir genutzt haben? Ja, und das sind dann die einzelnen Events, die uns genau diese Struktur geben, die wir brauchen im agilen Service Management. Also Ziel eines Sprints, ganz klar, Entwurf von Mikroprozessen und Komponenten. Das muss nicht immer ein ganzer Prozess sein. Das können Teilaspekte sein, die für einen bestehenden Prozess jetzt genutzt werden können. Super, toller Mehrwert, super gute Erarbeitung im Sprint, wenn das funktioniert. Kommunikation und Schulung als ein Beispiel. Identifizierung von Anforderungen könnte auch ein Ziel sein. Werkzeuge, mit denen wir arbeiten, Automatisierung, die wir betreiben wollen. Und eben auch Implementierung und die Umsetzung, also tatsächlich auch operative Aspekte, die wir in so einem Sprint umsetzen können. Das als
einzelne Events. Und da geht man natürlich recht intensiv dann drauf ein in dem Kurs. Ein Zweitageskurs ist das an der Stelle. Und da hat man dann vor allem am zweiten Tag schon ganz stark den Fokus darauf, was machen wir in den unterschiedlichen Meetings, was machen wir in den unterschiedlichen Events, was dürfen wir auch nicht machen. Das ist genau die Thematik, die wir ja in den Events dann am zweiten Tag recht intensiv besprechen, um da dann eben auch eine grobe Idee zu haben, wie man dann starten kann. Ja, was müssen wir denn eigentlich alle sicherstellen? Was heißt das denn für uns, wenn wir damit starten sollten? Gibt es vielleicht auch schon Themen, die wir so machen? Ja, haben wir vielleicht schon einzelne Stand-ups, die wir in der Vergangenheit schon durchgeführt haben? Ja, um eine gewisse Transparenz zu haben. Da gibt es vielleicht schon viele Themen, an denen man auch schon dran ist. Eine Retrospektive, die methodische Bewertung, die man in vielen Fällen auch schon durchführt. Ja, das kann sein, dass man da in der Organisation, in der Service-Management-Organisation auch schon vorangeschritten ist und genau diese Themen auch schon abbildet. Das wäre natürlich prima und das passiert dann auch bei den Teilnehmern. Und dann kann man natürlich anfangen, da tiefer reinzugehen, mit den Teilnehmern den Austausch zu suchen. Was funktioniert da nicht? Was stört uns da extrem? Was gibt es denn da für Tipps und Tricks, die man auch nutzen kann? Auch das wollen wir natürlich dann den Teilnehmern mitgeben und natürlich auch in der Diskussion auf die Kernpunkte dann kommen, um dann möglichst viel auch für die Praxis mitzunehmen. Ja, ein Prüfungszertifikat gibt es an der Stelle natürlich dafür auch, aber der große Fokus liegt sicherlich ganz klar darauf, da möglichst viel für die Praxis mitzunehmen, um dann im nächsten Moment nicht nur als Agile Service Manager tätig zu sein, sondern eben auch die Möglichkeit zu haben, im nächsten Moment ja sowas zu koordinieren, so eine Initiative zu starten. Ja, und damit wären wir schon bei den Zielgruppen. Bei den Zielgruppen, ja, für wen ist das denn jetzt interessant? Ja, wer könnte von sowas jetzt betroffen sein? Ja, für all diejenigen, ich habe es vorhin schon gesagt, die sich mit dem Service Management auskennen, ja, die vielleicht auch schon mal eine ITIL-Schulung gemacht haben, eine ITIL 4 Foundation-Schulung, eine ITIL V3 Schulung, sicherlich auch eine Möglichkeit. Ja, da muss nicht unbedingt die ITIL 4 Schulung da sein. Vertiefende Kurse, die man in V3 besucht hat, oder natürlich auch die ITIL 4 Management Professionals, die an der Stelle daran Interesse haben. Also ganz klar, wenn ich aus dem Service Management komme, auch diese Zertifizierung noch nicht habe, aber mich im Service Management auskenne, dann ist das natürlich eine super gute Möglichkeit, um jetzt im nächsten Moment herauszufinden, wie mache ich das wirklich? Also ja, die damaligen Prozesse, die heutigen Practices, die sind mir bekannt. Incident Monitoring, Event Management, Problem Management, Change Enablement, das sind alles Themen, die kenne ich. In denen kenne ich mich aus, aber ich kann mir in keinster Weise vorstellen, wie man in diesem Bereich jetzt agil da dran geht. Und für all diejenigen, die das interessiert, die da ja was Handfestes haben möchten, die haben genau jetzt die Möglichkeit, da eben mit dem Certified Agile Service Manager in der Version 2 Antworten zu bekommen. Berater, die eben beispielsweise ganz stark damit sich befassen, Prozesse für Kunden zu verbessern, Prozesse zu definieren, ja, gerade wenn es um ja, Initiativen der Prozessverbesserung geht, ja, grundsätzlich alle Berater, dieses Zertifikat in der Hand zu haben, das hebt einen schon nochmal gewaltig von anderen ab. Ja, agiles Service Management, das hat man nicht so oft. Trotzdem ist es überall ein Thema. Das versichere ich Ihnen, in jeder Schulung, in der ich bin, hat jeder das Thema agiles Service Management auf dem Tisch. Überall starten die Initiativen, alle fangen an, sich dem Thema zu stellen, aber keine Schulung gibt da so konkret Antworten drauf wie das agile Service Management. Interne, externe Lieferanten von IT-Services kann man da nennen. Grundsätzlich sage ich auch immer, für alle Agilen und Scrum-Nerds ist das ein interessantes Thema, wenn ich aus der agilen Welt komme, mich aber mit dem Service-Management noch nicht so gut auskenne, dann werde ich auch da in den 2 Tagen ganz viel beigebracht bekommen zum Prozessdesign, Prozess-Engineering, Prozessverbesserung, wie einzelne Practices, Architekturen aufgebaut sein können.
ja, wie eine Unterteilung vorgenommen wird in Practices, Prozesse, Mikroprozesse. Also da kann man natürlich dann auch, wenn man aus so einer, ja, aus so einem Thema kommt, auch super gut eben davon profitieren von der Schulung. Mitarbeiter und Manager im IT-Service Management, ja, die Aufgabe haben, Prozesse zu verbessern, Prozesse zu designen, das hatte ich gerade schon gesagt. Da wird man eben auch ja, super viele Antworten drauf finden. Und das würde ich ganz gerne auch in einer kurzen Zusammenfassung so auch nochmal mit Ihnen zusammen festhalten. Ja. Warum brauche ich das eigentlich? Warum? Ich habe jetzt diese 40, 50 Minuten am Ende, in die Richtung wird es wahrscheinlich gehen, angehört. Warum brauche ich das jetzt? Ich habe viele Themen gehört, aber nochmal, warum brauche ich das? Weil ich Antworten im agilen Service Management suche. Deswegen brauche ich diese Schulung. Deswegen muss ich mich damit auseinandersetzen, weil ich auf der Suche nach konkreten Antworten bin, weil ich eine Struktur finden möchte dafür, weil ich Methoden kennenlernen möchte, um im agilen Service Management erfolgreich zu sein. Deswegen sollte ich diese Schulung besuchen, deswegen sollte ich mich damit auseinandersetzen, weil ich Antworten auf das agile Arbeiten im Service Management suche. Ja, das kurz und knapp gesagt die Aussage am Ende. Und spannend ist da sicherlich, gerade auch für diejenigen, die da eine gewisse Personalverantwortung haben, einen gewissen Bereich auch steuern, super spannend, wie man da eben gerade auch am Ende konkret darauf eingeht, wie man damit starten kann. Was muss ich am Anfang berücksichtigen? Wie sollte ich nicht anfangen? Das sind Themen, die man da eben am Ende des zweiten Tages dann auch angeht, um mit den Teilnehmern zu sammeln, festzuhalten, was könnte ich denn konkret für mich jetzt machen? Wie könnten konkrete Schritte für mich aussehen? Was wären Themen, denen ich mich jetzt in der nächsten Woche stellen möchte? Genau das versucht man dann mit den Teilnehmern zu sammeln, um gegenseitig auch voneinander zu profitieren, Ideen zu sammeln, auch zusammen mit dem Trainer. Wie kann man jetzt in diesem Thema starten? Und wie wird sich das entwickeln? Ja, was sollte ich auf dem Schirm haben? Ich sollte vor allem auf dem Schirm haben, ja, da dieses Know-how nicht nur einzukaufen und dann für eine gewisse Zeit dann wieder verlieren. Das sollte ich nicht. Ich sollte vor allem schauen, dass ich dieses Know-how in der eigenen Organisation aufbaue und bewahre. Denn wenn ich mit diesem Thema starte, dann werde ich dabei auch bleiben. Das zur Thematik. Ja, wie funktioniert agiles Service Management? Was haben wir für Möglichkeiten? Das ist der Certified Agile Service Manager und da würde ich mich an der Stelle auch mal recht herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken. Arthur, vielen Dank für die Ausführung. Es ist tatsächlich, ich kann das bestätigen, in allen Ecken ein Riesenthema. Wie kriegt man diese Agilität in eine prozessorientierte Welt? Und wir haben hier super Ansätze dafür. Vielen Dank auch dafür. Und wer sonst noch Kontakt zu dir sucht, man kriegt dich ja auch über LinkedIn, über alle möglichen Social Media Kanäle oder auch deine E-Mail-Adresse arthur.stock@serview.de oder halt kommen Sie einfach auf uns zu. Und ja, damit würden wir sagen, danke dir, bis zum nächsten Mal. Danke. Prima, soweit zu unserem Vortrag Richtung agiles Service Management. Hier kam tatsächlich auch noch mal eine Frage rein zu dem Thema und die möchte ich auch gerne noch beantworten. Und zwar ist die Frage: Ich bin bereits Scrum Master, macht das Training dann noch für mich Sinn? Ja, wir haben ja gesehen, dass sich die Thematik schon auch an diesen Scrum-Rollen, Events und so weiter orientiert. Und ich sage mal, eine gewisse Teilüberschneidung ist schon da, weil man muss ja sicherstellen, dass alle Teilnehmer vom gleichen Wissensstand ausgehen. Aber wir haben hier eine andere Ausrichtung. Und es geht, auf dieser einen Folie stand sehr schön drauf, weil wir Antworten auf agiles Arbeiten im Service Management suchen. Und so wie Scrum aufgebaut ist und auch über den Scrum Master gelehrt wird, hat es ganz klar den Fokus
auf die Einmaligkeit, wie auf Erstellen von zum Beispiel Software oder Features oder ähnliches. Hier geht es darum, diese Ideen anzuwenden in einer Welt, die nach Kontinuität schaut, wo es geht darum, dieses dauerhaft hinzukriegen. Und daher macht es schon durchaus Sinn zu sagen, okay, wenn ich im Service Management unterwegs bin, wie kann ich diese agilen Ideen denn dann auch umsetzen? Und das ist sicherlich nicht die allein gültige Idee. Da gibt es auch andere Ideen, aber es ist ein sehr, sehr guter Ansatz. Also daher macht das dann dementsprechend schon durchaus Sinn, also auch als Scrum Master sich dieses Training anzutun. Prima, das waren die Fragen, die noch dazu reinkamen. Dann bleibt mir letztendlich jetzt nur noch Ihnen auch für die Teilnahme zu danken und auf einen Event noch hinzuweisen. Wir haben ja November, Ende November, Anfang Dezember unseren DSME, das heißt die Digital Service Management Experience, dieses Jahr nochmal digital. Es ist immer noch ein bisschen problematisch, was diese ganze Corona-Situation angeht. Wir sind noch nicht ganz durch das Thema, dementsprechend nochmal als digitaler Event. Und hier spielt das Thema Agilität natürlich auch eine ganz große Rolle. Wir haben eine ganze Menge Fachvorträge wieder reinbekommen, das heißt also Anwenderorganisationen, die wirklich erzählen, wie sie es gemacht haben, wo es auch um Agilität geht, wo es auch um agile Mindset geht, wo es auch um Kultur geht, aber auch um Fachthemen, wie kann man das Service Management hier besser reinkriegen. Wenn Sie da Lust drauf haben, gucken Sie mal rein auf dsm-experience.com, können Sie sich kostenfrei dafür anmelden. Und in den nächsten Tagen ist auch dann das endgültige Programm online. Würde mich freuen, Sie dort entsprechend wiederzusehen. Ansonsten bleiben Sie uns treu, passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund, ist das Wichtigste. Gucken Sie am Sommer unseren YouTube-Kanal und ich freue mich darauf, Sie wieder in einem unserer Events, Webinare, Trainings begrüßen zu dürfen. Ihr Markus Pause, Dankeschön. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.